Hallo zusammen, hier ist wieder Attila Antoshida für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide slash Achievement Guide präsentieren. Und zwar wollen wir uns heute die Raid-Erfolge angucken und auch das schicke Mount, was es durch diese Erfolge gibt. Das Mount, auf dem ich gerade sitze, ist das auch schon, und zwar wütendes Magma Mombo schimpft sich das. Und dieses bekommen wir einmal über den Meta-Erfolg Ruhm des Gewölbeschlachtzyklers. Und dafür müssen wir insgesamt alle 8 Bosse einmal töten und jeweils ein spezielles Achievement absolvieren. Alle Bosse können in jeglicher Schwierigkeitsgrad bezwungen werden. Dementsprechend müsst ihr das nicht in den höheren machen, sondern könnt es auch tatsächlich im Normal angehen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal das erste Achievement an. Der erste Erfolg heißt dann, wozu gefrorene Dinge imstande sind. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Eranok im Gewölbe der Inkarnation auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr einen gefrorenen Portalstein gefunden und einen brennenden Koloss besiegt habt. Und dafür müssen wir jetzt erstmal einmal in die Instanz rein. Machen wir mal ein bisschen größer hier. Und hier unten in diesem ersten großen Raum befindet sich quasi dann auf den Koordinaten 48, 52 dieser besagte Portalstein. Den kann ein Spieler anklicken. Und wenn ihr es angeklickt habt, dann habt ihr quasi so einen Buff drauf. Das ist dieser hier. Und mit dem Buff müssen wir jetzt hochlaufen zum Boss. Gehen wir mal hier einen Ticken zurück nach. Und zwar ist es jetzt so, dass wir mit dem Buff den Boss angreifen müssen. Und dann öffnet sich ein Portal. Und da kommt ein Ad raus. Das ist dann so ein Frost-Ad. Und dieses Frost-Ad müssen wir quasi erstmal ein bisschen schwächen. Das hat nämlich eine Art Rüstung drauf und kriegt so gut wie keinen Schaden. Und da seht ihr, Frostkoloss, da ist es gerade aus dem Portal rausgespawnt. Und wir können es darüber schwächen, indem wir das durch so Lava-Pool-Geschichten durchziehen. Und dementsprechend geht dann seine Rüstung runter und wir können es umhauen. Das ist so die Mechanik. Wir haben hier tatsächlich mit 3 Tanks gespielt. Ihr könnt quasi 2 Tanks ganz normal für den Boss abstellen und dann einen Tank für das Ad. Das Ad, wie gesagt, das zieht ihr dann durch diese Poole durch. Da unten seht ihr es. Und jedes Mal, wenn das durch so ein Pool durchgezogen wird, kriegt man so einen Debuff. Man kriegt dadurch 50% mehr Frostschaden. Die Geschichte ist, das läuft 30 Sekunden. Wenn ihr das nochmal durchzieht, dann stackt das immer weiter hoch. Und dementsprechend gibt es dann immer mehr Damage. Also muss man ein bisschen schauen. Ihr kriegt nämlich die ganze Zeit Frostschaden. Und wenn ihr es zu hoch stackt, dann vibet ihr halt einfach den Raid. Dementsprechend solltet ihr halt schauen, dass ihr es so ein bisschen in der Waage haltet. Immer mal wieder auf ein paar Stacks hochstacken, auslaufen lassen. Und sobald das Ad quasi genug mal durch so eine Fläche gezogen wurde, könnt ihr es einfach umhauen und dann ganz normal den Boss fertig spielen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ist eine relativ einfache Sache. Man darf es bloß mit den Stacks tatsächlich nicht übertreiben. Wenn ihr gutes Gear habt, dann sollte das aber auch nicht wirklich das Problem sein. Dann kommen wir zum nächsten Achievement. Und zwar sind wir jetzt beim Primalistenrad mit dem Erfolg der Oschi aus der Tiefe. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Lockt durch Angeln den in den Tiefen der Lava launten Oschi hervor und besiegt dann den Primalistenrad im Gewölbe der Inkarnation auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher. Ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. Als allererstes killen wir vor dem Primalistenrad den Trash. Laufen dann raus und schauen, dass wir die jetzt nicht pullen, denn wir müssen jetzt vorher erstmal ein bisschen angeln. Und zwar hier an der Seite, seht ihr, da können wir einfach in die Lava reinangeln. Und wenn wir das machen, am besten macht es der ganze Raid, dann geht es ein bisschen schneller. Da gibt es dann halt eine gewisse Chance, dass wir dementsprechend einen Frosch rausangeln. Das ist dieser große Oschi und der springt dann einfach in die Mitte zu den anderen Bossen dazu. Und ihr müsst dann einfach den Ratte Primalisten besiegen, während der Oschi noch am Start ist. Ihr seht, da ist gerade der Frosch rausgesprungen. Zack, da ist er einmal. Keine Sorge, ihr tötet ihn nicht versehentlich. Ihr seht, der hat hier 5.286 Millionen Life, also 5 Milliarden Leben. Die Bosse haben wesentlich weniger. Den kriegt ihr nicht getötet. Ihr könnt es wieder mit mehreren Tanks spielen und ihn quasi extra tanken. Oder ihr cleaved einfach alles nieder. Ist eigentlich komplett egal hier an der Stelle. Das Einzige, worauf ihr ein bisschen achten müsst, was der Frosch eigentlich fieses kann, ist, dass er ein bisschen rumspringt. Der hat auch noch ein paar andere Fähigkeiten, aber an dem Spot, wo er hinspringt, seht ihr das, da, und wenn da quasi jemand drin steht, wird er weggeschleudert. Und man kann da relativ leicht in die Lava fallen. Das ist auch hier in einigen aus dem Raid passiert, also da ein bisschen aufpassen, sonst kann der nichts Tolles, ne? Der macht ein bisschen Tankschaden und speit dann auch mal ein bisschen rum, macht alles nicht sonderlich viel Schaden. Das Einzige, was dramatisch ist, ist tatsächlich der Sprung. Wenn er in der Lava landet, kommt er halt nicht mehr raus, ne? Deswegen so ein bisschen auf den Boden achten, wo er dann hinspringt. Sonst müsst ihr den Bosskampf einfach ganz normal runterspielen. Und ja, sobald ihr die Bosse getötet habt, gibt es das Achievement. Und dann können wir weiter zum nächsten, würde ich sagen. So, da beginnt's hier.
jetzt müssen wir gucken, dass wir uns ransaugen lassen, seht ihr? Dann können wir hochfliegen und jetzt müssen wir schauen, dass wir halt quasi durch ein so ein Ding durchfliegen. Ja? Da könnt ihr diesen Druid Jump benutzen mit der Reisegestalt. Ihr sollt bloß nicht gucken, dass ihr sterbt, weil ihr gibt hier auch Fallschaden, wenn ihr quasi es verkackt. Und da könnt ihr halt, wie gesagt, dann den Trank nehmen, ihr könnt eure verschiedenen Fähigkeiten mit den Charts benutzen. Es ist ein bisschen tricky. Übrigens, ihr müsst die Dinger nicht anklicken, ihr müsst einfach nur durchfliegen und jeder kann nur eins holen. Heißt, wenn ihr schon durch eins durchgeflogen seid, dann müsst ihr quasi nicht mehr nach oben, sondern solltet den anderen Leuten das machen lassen, weil ihr könnt dann keins mehr aufsammeln. Ne? Also ihr braucht 8 Spieler, die jeweils eine Orb aufsammeln. Umso mehr Leute ihr natürlich seid, umso einfacher ist es. Mit kleinen Gruppen muss halt fast jeder das sammeln. Also wenn ihr eine 10-Mann-Gruppe habt, muss halt bis auf 2 das Zeug sammeln. Wenn ihr eine 30-Mann-Gruppe hat, dann müssen es halt auch nur 8 sammeln von 30. Ne? Müssen 22 Leute quasi nichts machen. Also das wird dann einfacher mit mehr Leuten. Mehr ist es nicht. Wir haben ein paar Tries gebraucht, weil es hier das nervigste Achievement definitiv. Seht, da habe ich jetzt auch nochmal versucht, das Ausritt zu holen. Man wird hier auch mal nochmal vom Boss weggeschleudert. Hat aber jetzt bei mir auch nicht so ganz geklappt mit diesem wilden Attacke. Als Druid kann ich in eine Reisegestalt halt zurückspringen. Das ist auch ganz nett. Gut, dann schauen wir uns das nächste an, hätte ich gesagt. Dann kommen wir zum nächsten Achievement. Und zwar schimpft sich das kleine Freude. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Terrors im Gewölbe der Inkarnation auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr in seiner Kammer die 3 Bereiche von ruhende Erde mit erweckte Erde getroffen und die so entstandenen Kreaturen der energiegeladenen Erde besiegt habt. Ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Wir müssen nämlich erstmal diese 3 ruhenden Erde-Bereiche finden. Und jetzt sind wir schon in dem Bossraum hier und jetzt gucken wir mal, springen wir ein bisschen vor. Ihr seht, hier haben wir so kleine Häufchen in allen 3 Richtungen hinterm Boss. Also einmal rechts, einmal links und dann einmal hinter. Warte mal, jetzt springen wir nochmal ein bisschen zurück. So, da müssten wir sie vielleicht ein bisschen sehen. Also es ist quasi rechts, links und direkt hinterm Boss eine. Und diese kleinen Dinger müssen wir dann mit so einem Pillar versehen. Während dem Bosskampf kriegen ja verschiedenste Leute einfach so einen kleinen Kreis um sich rum. Und mit diesem kleinen Kreis müsst ihr dann auf diese Objekte draufrennen. Ja? Also wir marken sie hier gerade, dass die kann man auch quasi drüber fahren, schimpft sich dann auch ruhende Erde. Und einer ist halt rechts, einer ist dahinter und einer ist halt links. Ne? Und Plan ist jetzt einfach, dass man sich am Anfang mit dem kompletten Raid schon verteilt in diese Richtungen. Am besten macht er vielleicht auch, wie wir da vorher Marks drauf, dass ihr es während dem Kampf ein bisschen besser seht. Und dann dementsprechend da alle hinlauft. Also jetzt springen wir mal einen Ticken nach vorne. Und dann schauen wir mal rein in das Ganze. So, bei uns ist der Kampf jetzt gerade losgegangen. Wir soaken am Anfang hier noch quasi zusammen diesen Hit. Und dann rennen schon ein paar Leute nach hinten. Ihr seht, hier haben sie schon das erste quasi mit dem Pillar versehen. Es ist halt immer ein bisschen random. Wichtig ist, der Tank-Hit sollte dann auch nicht auf diese Pillar gehen. Die müssen nämlich alle 3 stehen. Und wenn ihr die quasi mit dem Tank-Hit weghaut, ne, mit diesem Strahl, dann ist das Achievement schon verkackt. Also ihr solltet halt schauen, dass ihr dementsprechend den am besten immer ein bisschen zwischen diesen Marks dann durchhaut, dass ihr da nicht in die Bredouille kommt. Ne? Und jetzt müssen wir halt abwarten, bis wir quasi 3 Pillar, also jeweils einen Pillar auf so einem Ding drauf haben. Und das könnt ihr schon beim ersten Mal schaffen, wenn ihr euch gut verteilt. Es kann halt sein, dass ihr ein bisschen Pech habt, ne? Dass dann 5 Leute drüben sind und keiner von denen das Teil kriegt. Das ja, kann passieren. So, jetzt seht ihr da hinten aber den nächsten. Und der andere wurde anscheinend auch getroffen, denn es sind gerade die Ads gespawnt. Und sobald die Ads da sind, habt ihr schon die halbe Miete. Die könnt ihr dann zusammenziehen, einmal schnell wegcleaven. Sonderlich viel können die, ehrlich gesagt, nicht. Und sobald ihr die getötet habt, könnt ihr einfach den Bosskampf ganz normal runterspielen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also eine relativ einfache Sache. Erst die 3 Dinger marken. Dann während dem Kampf diese Pillar draufstellen, die am besten nicht mit dem Tank-Hit zerstören. Sobald die Ads da sind, könnt ihr die alle töten und dann einfach den Boss umhauen. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg. Und zwar schimpft sich der einmal, das habe ich mir für später aufbewahrt. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Bezwingen Zenat den kalten Atem im Gewölbe der Inkarnation auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr 5 mysteriöse Gefangene mit Hilfe von ätzender Eruption befreit und dann ihr Ableben miterlebt habt. Ja, das ist ein bisschen eine nervigere Angelegenheit, weil wir erstmal diese eingesponnenen Kollegen finden müssen. Ich habe das jetzt hier mal schon mal ein bisschen abgeklappert und zwar sind es diese Dudes hier. Ne? Ihr seht, die kann man jetzt nicht anvisieren.
sondern man sieht die jetzt hier nur zappeln. Und die müsst ihr quasi einmal von der Spinne anspucken lassen. Und wir sind jetzt einfach hier einmal losgelaufen und haben die gemarkt. Also ihr habt gesehen, ganz rechts am Eingang war schon eine, da ist der Kollege gerade schon hin, hat markt, da unten ist eins. Und jetzt müssen wir diese Ebenen hochlaufen und die am besten schon mal markieren. Also ihr müsst die nicht markieren, es ist dann aber während dem Fight wesentlich einfacher, weil ja nicht alle Leute immer von der Spinne angespuckt werden und dementsprechend müssen da alle so ein bisschen eine Übersicht haben. Das zweite ist jetzt, wenn ihr die Treppe hochgeht, einfach da links dran, das ist relativ easy. Und das nächste ist ein bisschen versteckt, da habe ich auch ein bisschen hier rumgesucht, denn auf der Ebene müssen zwei Stück hier sein. Und das zweite von denen ist ein bisschen versteckter, und zwar müsst ihr da einmal komplett zum Ende der Plattform laufen und dann um diese Ecke rum, also da, wo ihr normalerweise nie hinlauft. Da habe ich gerade ein bisschen mit einem Kollegen diskutiert, wo es genau sein könnte. Und zwar jetzt da quasi rechts rum, ne? Also hier einmal rum und da hinten hinter das Versteck. Ihr müsst dann während dem Kampf echt ein bisschen aufpassen, denn die Spinne schmeißt ja auch diese Eisflächen hier überall hin, wo man dann ein bisschen hin und her gleitet. Da ist man relativ schnell runtergeflogen und es gibt natürlich auch noch das Ranziehen von der Spinne, wo ihr dann auch relativ leicht runterfliegt. Seht ihr, da haben wir nochmal eins, das ist jetzt hier nicht so versteckt, einfach da. Und dann haben wir jetzt schon insgesamt 5 Stück und das müssten sie eigentlich auch soweit gewesen sein. Heißt, wir müssen jetzt einfach nur hergehen und dementsprechend schauen, dass wir während dem Kampf die alle einmal anspucken lassen. Dann kommen diese Gefangenen raus und ja, ich würde sagen, dann schauen wir mal in den Kampf ran, wie das sich genau verhält. So, Dollar, dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie wir diese Eingesponnenen rauskriegen. Und zwar funktioniert das folgenderweise. Wir haben hier so kleine Ads, ne? Diese kleinen Spinnen. Und wenn die sterben, hinterlassen die so einen Pool. Heißt, wir müssen jetzt diese kleinen ätzenden Spinnlinge auf diese eingesponnenen Dudes draufziehen und sie da töten, ne? Ihr seht, dann kommt hier dieses Gift. Und wenn das durch ist, dann haut es diese Mobs raus. Die sind verbündet mit euch, mit uns. Und wenn die Spinne dann quasi ihr Ranziehen macht, verschlingt die quasi diese freundlichen NPCs, ne? Das ist das ganze Ding. Heißt, wir müssen alle 5 aufhitten und dann dementsprechend auch von der Spinne fressen lassen. Und dann zählt es erst fürs Achievement. Wenn sie auf der letzten Ebene oben angekommen ist, dann habt ihr verkackt, weil bis dahin müsst ihr spätestens alle 5 aufgeschossen haben. Wo die Positionen sind, habe ich ja euch gezeigt. Mehr ist es tatsächlich nicht. Am besten dann nicht großartig reinkliefen, dass ihr die Spinnlinge alle sofort tötet, sondern ein bisschen Piano machen. Und wenn ihr merkt, okay, die Spinnlinge sind an euch dran, dann gucken, dass ihr quasi auf dem Spot läuft, um sie da zu töten. Das Fressen macht dann die Spinne von ganz allein. Und hier seht ihr schon, da am Eck kann es dann ein bisschen gefährlich werden, ne? Also da müsst ihr ein bisschen schauen. Gut, mehr ist es nicht. Dann würde ich sagen, können wir zum nächsten weiter. Dann kommen wir zum nächsten Achievement. Und zwar heißt es, die Macht ist mein. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Korak Grimmtotem im Gewölbe der Inkarnation auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr den Uravatar besiegt habt. Und ja, das ist jetzt nicht sonderlich schwer tatsächlich von dem, was wir machen müssen. Es kann im Kampf aber ein bisschen knackig werden. Wir müssen nämlich jetzt ihn in einer gewissen Reihenfolge hier von Plattform zu Plattform ziehen. Es gibt ja insgesamt 4 Plattformen. Einmal Erde, Feuer, Luft und Frost. Und wir müssen jetzt bei Erde starten und ihm dementsprechend dann diagonal auf die andere Seite ziehen zu Feuer. Wir haben das hier gemacht, dass wir den Boss am Anfang jetzt hier zur Erde ziehen und ihn etwa so auf 50 Stapel gehen lassen, so auf die Hälfte, und dann quasi durch die Mitte zu Feuer ziehen. Die Geschichte ist, wenn ihr durch die Mitte zieht, in der Mitte pulsiert der Boss auf einmal extrem und macht richtig Damage. Ja? Also ihr wollt ihn nicht sonderlich lang in der Mitte haben. Es ist nämlich so, dass er ja zwischendrin immer so Casts wirkt, wie jetzt hier gerade, dieses, ne, diese Erd-Movement-Flächen. Und ihr solltet auf jeden Fall warten, dass der Boss gerade einen Cast vollendet hat und ihn erst dann zieht. Wenn er in der Mitte stehen bleibt, dann zerlegt euch den Raid relativ schnell, selbst mit gutem Gear. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Am besten schon den zweiten Tank, der dann abspottet, schon ein bisschen in die Mitte laufen auf Max Range und dann sofort am besten mit irgendeinem Speed-Effekt rüberrennen, dass er möglichst wenig in der Mitte ist. Ich habe auch gelesen, es gibt eine alternative Möglichkeit. Man kann es auch so machen, dass man ihn komplett auf die Max-Stacks, also auf 100 hochgehen lässt auf Erde und dann quasi die nächste Phase in Feuer spielt. So kann man es theoretisch auch machen. Wir haben es jetzt halt mit der Rüberzieh-Taktik gemacht, dass wir halt insgesamt nur 2 richtige Phasen haben. Man kann dann halt auch mehr spielen, da gibt es kein Zeitlimit.
Ihr seht, der Boss ist jetzt quasi einmal rübergezogen. Jetzt spielen wir die Feuerphase ganz normal und dann Intermission mit Ads. Und sobald wir quasi damit durch sind, geht das gleiche Spielchen wieder los und dann fangen wir bei Luft an und ziehen ihn wieder diagonal zu Frost rüber. Ich würde sagen, das springen wir jetzt ein Stückchen nach vorne. So, dala, wir sind jetzt hier gerade mit der Intermission fertig, ne, mit Erde und Feuer. Und jetzt ziehen wir ihn halt einfach hier zu dem Luftding rüber. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir das hier gar nicht sonderlich lang spielen, sondern nur den ersten Tank-Hit quasi raushauen und dann sofort durch die Mitte laufen, weil es da halt er gerade wenig castet. Ja, jetzt ist er in der Mitte noch stehen geblieben, ne, war ich nicht ganz schnell genug, kriegt er da noch einen Cast durch. Ihr seht, die Gruppe kriegt extrem Schaden, während er da in der Mitte unterwegs ist. Und er lädt auch übel schnell seine Prozente auf. Ne? Deswegen haben wir das dann gemacht, dass wir gleich am Anfang durch die Mitte sind. Ihr seht, in der Mitte ist jetzt auch der Mob gespawnt, weil wir die richtige Reihenfolge gewählt haben, dieser Uravatar. Und ja, der muss halt quasi im Endeffekt auch getankt werden. Macht hier ein paar kleinere Fähigkeiten, die sind nicht sonderlich wild. Und jetzt könnt ihr eigentlich den Boss umhauen. Die zwei kritischsten Momente sind halt dann eigentlich, wenn ihr den Boss diagonal durchzieht. Ne? Also sprich, wenn ihr den Boss diagonal einmal von Erde zu Feuer zieht und dann von Luft zu Frost hier. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir dann, weil er in der Mitte den Cast gewirkt hat, so viel Energie gekriegt hat, dass er jetzt hier nochmal eine Intermission macht und wir dann nochmal einen Urelementar gekriegt haben. Das scheint aber egal zu sein, ne? Also wenn es euch auch passiert, ist das kein Problem, das Achievement zählt trotzdem. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht, ne? Ihr müsst nur die richtige Reihenfolge machen und in der Mitte müsst ihr am besten Heil-CDs ziehen und schauen, dass er möglichst schnell aus der Mitte wieder raus ist. Dann kommen wir zum nächsten Achievement und zwar schimpft sich das einmal wie geschlüpft, so vorgeknüpft. Und ja, was wir dafür machen, besiegt Brutmutter Durna im Gewölbe auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr im Abstand von höchstens 10 Sekunden voneinander Leutnants aus jedem Urelementarei ausgebrütet und besiegt habt. Ja, das ist eine relativ einfache Sache, wenn man verstanden hat, was man machen muss. Und zwar ist es so, dass wenn wir jetzt hier den Kampf starten, diese Eier hier überall auf dem Kampfplatz rumstehen. Ihr müsst den Boss zu den Eiern ziehen. Und zwar haben die verschiedene Farben. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Farben und das sind auch unsere 4 verschiedenen Eiertypen, die wir ausbrüten müssen. Jetzt ist es so, dass wir diesen Laser haben und es beginnt eigentlich ein Timer. Wenn die bei den Eiern steht, werden die eigentlich ausgebrütet und mit dem Laser machen wir die Eier eigentlich kaputt. Jetzt ist es so, dass wir von jeder Art quasi ein Ei durchgehen lassen müssen, ja? Und das quasi nicht ausbrüten dürfen. Also ihr seht, jetzt haben wir hier diese Eier, ne? Und sobald die dementsprechend ausgebrütet sind, schlüpfen die einfach raus. Ja? Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die am besten am Leben lassen. Heißt, wir ziehen die jetzt einfach ein bisschen weg und können die einfach ein bisschen off-tanken. Es macht hier tatsächlich Sinn, wenn ihr das Ganze mit 3 Tanks spielt. Ja? Dann habt ihr nämlich einfach den Vorteil, dass ihr einen Tank den Boss nehmen könnt. Ein Tank kann die Ads, die normal spawnen, nehmen. Und ein Tank kann dann einfach die kompletten Drachen nehmen, die hier quasi wir für Achievement töten müssen. Ihr seht, wir haben jetzt 4 verschiedene von diesen Drachen. Die pullen wir jetzt quasi hier zusammen. Und dann werden die einfach weggeredet und gekillt. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also wir haben jetzt hier auch HT dafür gepoppt. Die killen wir einfach um. Die müsst ihr übrigens auch vom Boss wegziehen, sonst werden die immer wieder hochgeheilt. Und dieses Achievement ist quasi, oder die Voraussetzung für das Achievement ist erfüllt. Ihr solltet natürlich gucken, dass die 2 Eier, die ihr ausbrütet, dass das jeweils dann andere 2 sind als die ersten beiden, die ihr geholt habt. Ne? Also wenn ihr am Anfang irgendwie Feuer und Frost habt und dann Erde und Wind als nächstes nehmt, dann habt ihr quasi 2 Eiergelege, wo dann 4 unterschiedliche sind und die könnt ihr dann einfach umhauen. Also mehr ist es tatsächlich nicht. Es ist eine relativ einfache Sache. Ihr müsst es am besten halt einfach nur ein bisschen gucken, welche Eier ihr durch den Boss aktiviert. Gut, dann können wir zum nächsten Achievement weiter. Dann kommen wir jetzt zum letzten Erfolg und verschimpft sich der einmal das bekannte Spielchen. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Bezwingt Razagast die Stummfresserin im Gewölbe der Inkarnation auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr erfolgreich 2 Essenzen eines konzentrierten Sturms gesammelt und den konzentrierten Sturm besiegt habt. Ja, als erstes müssen wir diese 2 Essenzen sammeln. Und dafür hauen wir den Boss einmal auf 65% runter und da geht er ja einmal in die Luft hoch und dementsprechend
Kickt er uns auf die Plattform. Wir müssen zwei Spieler vorher auf die Plattform schicken. Da unten ist schon der DH, wie ihr seht. Auf der anderen Seite hatten wir auch noch einen DH. Und da sind dann so Kugeln wie die hier in der Mitte. Und die kann man einfach einmal anklicken und die aufsammeln. Und dann haben diese beiden Spieler, ihr seht, einen Debuff. Heißt, am besten nimmt er irgendwelche Klassen, die A, Tanky sind und B, hier rübergleiten können. Demon Hunter können rübergleiten und Evoker können rübergleiten. Also ich denke mal, Evoker-Heiler können sich ja einfach auch selber heilen auf der Plattform. Solange nämlich Razagas eigentlich rübergekickt hat, ist es so, dass man hier relativ hohen Tick-Schaden kriegt. Wir haben es jetzt so entschieden, dass da zwei DH-Tanks rübergehen. Die können da runtergleiten, die Kugel in der Mitte anklicken und das so lang überleben, bis dementsprechend die Razagas uns rüberkickt und dann dieser Tick-Schaden aufhört zu ticken. Ja. Also nochmal, um es klar zu machen, also auf 65% den Boss runterspringen, hitten, quasi warten, bis er abgehoben ist, dann springen erst die zwei DHs rüber, wenn sie es vorher machen, kriegen sie zu viel Schaden und ein paar klicken das Ding an und ein paar Sekunden später werden wir dann auch alle rübergekickt von der Gruppe. Wenn nämlich der Kick kommt, die spawnen diese Orbs, also ihr könnt es danach nicht mehr aufsammeln, das ist so ein bisschen der Grund. So, und dann spielen wir den Boss ganz normal weiter, bis zur letzten Phase. Und zwar ist es dann so, in der letzten Phase müssen diese zwei Spieler zusammenlaufen. Dann müssen wir jetzt ein bisschen vorgehen. Und zwar ist es dann nämlich so, dass in der letzten Phase wir dementsprechend, wenn wir diese zwei Spieler, die das zusammenlaufen, quasi diesen Sturm kriegen, konzentrierter Sturm. Und der, warte mal, wir können auch nochmal einen Ticken zurückgehen. Also jetzt kommt dann hier die letzte Phase, genau. Und dieser konzentrierte Sturm spawnt dann aber nicht dort, wo die Spieler zusammenlaufen, sondern er spawnt immer hier in der Mitte. Ne? Der ist jetzt hier bei mir als Tank gespawnt, die zwei sind am Rand zusammengelaufen. Und der kann einfach das gleiche wie der Sturm in den anderen Phasen schon. Ne? Also, ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, er hat auch diese Kugeln und dieses ganze Zeug. Aber er hat wesentlich weniger Life, wie ihr seht. Also ihr könnt ihn sehr schnell wegcleaven, den cleaft er dann einfach um. Und dann habt ihr auch schon das Achievement, nachdem ihr quasi den Boss noch getötet habt. Mehr ist es nicht. Das Timing ist hier relativ wichtig, wann ihr halt auf diese Plattform springt. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem Evoker auch ganz gut geht, wenn er sich selber heilen kann. Wenn er kurz bevor man gekickt wird, rüberspringt, das einsammeln, müsste es wahrscheinlich auch gehen. Mit zwei DH-Tanks war es angenehmer. Dann konnte halt ich da, weil den Boss noch in der Mitte, schön tanken, während die schon mal auf die Position am Rand gehen. Ne? Aber ja, brauchen tut man es jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also es geht bestimmt auch anders. Gut, dann wären wir eigentlich damit mit allen Achievements durch. Ich hoffe, dass der ein oder andere konnte was mit anfangen. Sollte ich euch weitergeholfen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst könnt ihr gerne noch Kommentare schreiben, falls irgendwas noch unklar ist. Dann sehen wir uns auch gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.